So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und ja, heute geht's weiter mit dem Duell mit dem 1. FC Köln. Da wollen wir natürlich heute ein bisschen hin, wieder den nächsten Schritt machen Richtung Titel und ich wollte euch auf den Wagen mit der Latte laufen. Ja. Jetzt ist schon ein bisschen warm. Ich mache uns zwar ein bisschen was runter, das kann ich machen. So, geht's gleich los. Worden, warum auch immer. Die Bayern, ja, ein Tag nach hinten verschoben. Na gut, gehen wir rein ins Match. Ich muss wieder ein bisschen was rotieren, das heißt, da mal die Traum jetzt angeschlagen ist, was machen wir denn da in den Rudelweg? Das heißt, nochmal 9-6er setzen. Und dann legen wir los. Geht's alle gleich los. Im Stadion freuen sich auf diese Partie und ich bin sicher, das geht auch Ihnen daheim nicht anders. Wir freuen uns auf 1. FC Köln gegen Schalke 04. In Köln regnet es, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu einem Spiel hier im Rhein-Energie-Stadion, bei dem auch natürlich dennoch ziemlich gut gesehen wird. Den nächsten Teil spielt gleich. Heute geht es los. Ich denke mal schon, aber mal gucken. Aus der Bundesliga. 1. FC Köln gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas von ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. So, 9 Tore noch, dann haben wir es. Richtig starken Auftritt. Zurzeit hat er auch die meisten. Noch 9 Tore, dann haben wir es zumindest geschafft. Dann haben wir. Ja, 100 geknackt. Jede Menge Selbstvertrauen. Ja, gucken wir mal. Ja, deshalb gerade mit dem Schiedsrichter. Und dann geht's ins Spiel. Nummer 22, 23, habe ich so gedreht. So, gucken wir mal. Wir wollen natürlich gewinnen, klar. Ah, schön. Ah, gutes Ding auf. Glück gehabt, dass er da noch rauskam. Ja, ich glaube, ich wollte mich gerade querlegen, na, da habe ich einen Tick zu lange gezögert. Paulinho. Ja, gibt er Elfmeter oder gibt er. So, was gibt er? Gelb oder rot für den Verteidiger? Gar nichts. Okay, Minimum Gelb hätte ich jetzt was erwartet, weil das war schon eine aussichtsreiche Situation gegen Paulinho. Aber es gibt Freistoß.
6-7 Meter vor dem Tor. Ach, der war schwach geschossen. Also viel Aufregung für absolut mal gar nichts. Sosa. Er passt ihn auf den Flügel. Sosa, die Flanke ist Weltklasse. Dann hat's halt. Und wieder halt der Keeper, die Kölner im Spiel. Bleibt beim 0:0 und dann. Sali Özkan. Keins. Und fast das 1:0 für die Kölner. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Savic, Becker, Latza. Mal auf den Rosu, der ein bisschen viel Platz hat. Und jetzt ist das 1:0 da. Ja, mal Musiala. Na, endlich. Da würde man jetzt, sagt man jetzt, die frühe Führung. War schön technisch gut genau gegen den Richter vom Keeper. Der hat keine Chance da gegen. Nicht mal mit Kraft, sondern einfach nur platziert drüber gelegt. Man kann der Keeper da gar nichts halten. Jamal muss ja alle 5. Saisontor fliegen. Kennen Sie das Fanradio schon? Den Link gibt es auf unserer Webseite. Schalten Sie ein, erleben Sie alle Spiele hautnah. Na gut, dann haben wir zumindest mal schon mal die Führung erzielt und. Abwehr muss aufpassen, weiter die Kölner. Gute Aktion. Und haben zumindest mal den ersten Schritt. Ein Tor in der Opel Arena. Die Rosun. Aber die Flanken von den Rosun sind präzise, die passen. Nur die Abschlüsse sind noch nicht ganz präzise, aber zumindest mal für schön. Latzer. Marco Richter. Schön Richter, Valario. Und der Rosum vorbei am Tor. Also die Schalker müssen eigentlich fast 2-3-0 führen, aber bisher noch nicht. Bisher passt das noch nicht so ganz. Hab dich. Ja, aber wir sind Köln. Und Robin Zentner. Der irgendwo gefühlt ein absoluter Glücksgriff ist. Borna Sosa. Ja, wir haben hier das erste Tor für Borussia Dortmund. Molinho. Der Spielstand damit 1:1. 32 Minuten sind gespielt. Molinho 2:0. 39. Alario. Ja, alles läuft viel, oder sagen wir mal fast alles läuft über links. Auch hier diese Situation wieder, diesmal Paulinho und dann dieser Flanke gegen die Keeper, schön drüber gehoben. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. 0:2, 39. Spielminute. Er hat es sogar hoch verdient, muss man sagen. Mal schauen, was sie da packen. Vor allem auch in der Champions League. Da packt, passt ja, kommt ja noch United als Gegner. Aber hier müssen wir ja in Old Trafford und da dieses 1:1 am besten ausbauen. Alario. Da kommt der Pass. Da quatscht ich Alario. Die Rosun. Er kann es machen. Die Forster. Da ist Alario 0:3, auch das ist verdient. Schöne Ecke, diesmal mal über rechts. Das Tor.
Also Doppelpack, Musiala, Doppelpack, Alario. Die Anzeigetafel spricht Bände. Ja. Hoch verdient. Drei Treffer müssen in Durchgang 2. So, gehen wir rein in Halbzeit Nummer 2. Schalke 04 liegt hier vorn. Die Führung können Sie jetzt 45 Minuten verteidigen. Also viel ging über die linke Seite, außer die Ecke hin zum zweiten, zum dritten, die über rechts ging. Ja, das sieht gut aus. Sehr gutes Abspiel, jetzt hat er die Chance. Richter, die Flanke kommt. Gefährlich jetzt. Ja, wie gesagt, doch ist da keine Präzision drin. Derzeit ist einiges los in den Medien. Geht natürlich wieder mal um Transfergerüchte, Buschi. Das sollten wir aber noch bekommen. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ja, das hat er gut gestört, gut gelöst. Das war ein guter Ball, aber nicht genau angekommen. Und das gibt Rot. Letzter Mann, ja. Das sieht mir ganz nach Platz. Bevor der mir da komplett wegläuft, gibt es jetzt glatt Rot für Timo Becker. Ich denke, alles andere wird jetzt. Ja. Klare Notbremse, richtige Entscheidung. Ja, bevor der mir da durchläuft, der war schon weg. Duda, Stellungsfehler, Becker. Und da weiß er, dass er nur diese Grätsche bringen muss. Nämlich gar nichts. Aber da kann er machen, was er will. An dieser roten Karte kann er natürlich nichts mehr ändern. Nö. Er versucht seine. Ja, das ist halt jetzt passiert. Jetzt muss man den nächsten, muss den nächsten Innenverteidiger ersetzen. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie. Das wird auch nicht nur ein Spiel geben, glaube ich. Das könnte man sehen. Aber egal, Dorosun nochmal mit der Flanke. Ja, was macht die rote Karte, ne? Da kommt die Ecke. Ist natürlich mutiges von da. Was macht die rote Karte mit dem Thema Moral? Das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Salihötzgar. Na gut, so lange ist er noch in der Bundesliga gesperrt. Gut, es ist Malik Ciao noch, der da drin spielen könnte. Also sagen wir mal so. Tragisch ist es nicht. Ich bin Musiala halt auf der 6. Sieht gefährlich aus. Eingabe in die Mitte. Sosa. Ah, nicht weit genug geklärt. Und Tor für Köln. Und dieses Tor nach diesem perfekten Vorchecking. Ach, da haben sie die Räume ganz. Ja, da haben sie es aber wirklich gut ausgespielt und gut gemacht und nachgesetzt und dann das ist es halt das Tor. Und die Flanke von Sosa, das Ding von Sosa, dieses Klärung von sich, der geht quasi direkt schief. Hier die Ecke, der Flankenball. Und das wird bestraft. Und für Zentner war da optisch die große. War keine Chance. Also dann der ist nur noch 1:3. Geht da noch was für Köln? Nach diesem eigentlich souveränen 3-0. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Konsequenter Zweikampf da auch außen. Schön, Janis Horn. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen was tun, jetzt muss ein bisschen was passieren. Was können wir jetzt machen? Bei der Kotschop kann noch ein bisschen was spielen, kann auch die Position spielen. Ja, ich muss jetzt natürlich ein bisschen was probieren, ne? Wechsel nochmal neue Akzente setzen. So, drei Wechsel jetzt. In der Offensive wäre das nötig, sie liegen zurück. Bellacotto spielt jetzt bitte für Lazza kommen, wegen eben jene, diesen Platzverweis. Ich glaube, David hat auch viel zu tun, da fehlt halt einen Verteidiger. Und den füllen sie jetzt quasi auf. Naja, mal gucken. Drei Wechsel. Kalajdzic ist halt vorne drin, das Stürmer. Einfach mal was anderes probieren jetzt nochmal. Ja, aber Köln versucht reinzukommen nochmal. Auf, aber dann hat das Timing
Savic. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Ah, der Ball war nicht gut. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem es die Schalker als nächstes Mainz. Es geht für sie gegen Mainz 05 im nächsten Bundesligaspiel. Und sonderlich große Probleme sollten wir da eigentlich haben. Ah, was machen die? Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erst. So, 80. Minute, wie gesagt, das stand zur Pause 3-0. Aber mal gucken. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer-Arena. Wir gehen rüber. Jetzt ist ein Tor so, sah! Erste Tor. Der kam nicht an. Der ist ein bisschen neben sich gerade heute. Schalke braucht unsere dringend einen neuen Linksverteidiger. Danke für das Update. Herr Reinger spielt per Kopf direkt wieder. Das ist noch gefährlich. Jetzt kommt er. 4 Minuten sind Richter. Jetzt haben sie ein bisschen Platz. Klasse gehalten, Wolf. Was für eine Glanzparade. Also das war nicht einfach. Ja, es kommt heute nicht wirklich. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Ja, jetzt mal Marco Richter! Pfosten! Pfosten, aber es geht weiter! Hier die absolut fast die Entscheidung. Und jetzt kommen die Kölner nochmal. Schöner Steilpass. Oh, Ricardo Jatta, das könnte jetzt nochmal was werden. Was für eine Parade. Und wenn der Zentner da nicht dran steht, ist es hier der Anschluss. Aber der Keeper sensationell. Das müsste jetzt aber Feierabend sein. Ja. Nur ein Tor noch in der zweiten Halbzeit. Dann nehmen wir schon 3 geführt. Aber wie gesagt, die rote Karte tat natürlich. Aber es sind 3 Punkte. Naja. 3 Punkte sind 3 Punkte. Sind 3 Punkte. So, weiter geht's. Spiele sind durch. Oh, Kobylanski. Moment. Lancia möchte Kobylanski haben. Auch abzusehen. Ja, das heißt Ludewig auf die 10 und ja, passt das so. Ludewig auf die rechtsverteidige Position. Also es ist jetzt, tut jetzt nicht besonders weh, weil es ist halt klar, natürlich ist es weg, es ist die rote Karte, aber naja. Halt. So, dann würde ich sagen, wir haben Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's gegen Mainz weiter.